Hallo alle zusammen. Sehen Sie sich einen schnellen Überblick über das NAS-Gerät Knapp TS412 an. Ich werde Ihnen die Hauptfunktionen dieses Modells erläutern und seine Ersteinrichtung betrachten. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Ein NAS-Server Knapp TS412 ist eine Version mit 4 Laufwerkeinschüben. Das Unternehmen Knapp hat mehr als 50 verschiedene Modelle solcher Geräte auf Lager, die schwer zu verstehen sein können. Dieser kleine, preisgünstige NAS-Server ist eine gute Wahl für einen Heimspeicher oder für ein kleines Büro. Der Speicher hat ein schönes und funktionales Design. Auf der Vorderseite befinden sich 4 Hot-Schwert-fächige Speicherschächte, ein LED-Bereich zur Anzeige des Gerätsstatus, ein Netzschalter und eine USB-Slot-Taste zum schnellen Kopieren von Daten von oder auf ein externes Gerät. Auf der Rückseite befinden sich 2 SAT-Busse, 2 Gigabit LAN-Anschlüsse, 3 USB-Anschlüsse und ein Steckplatz für das Netzteil. In der oberen Ecke befindet sich eine versteckte Reset-Taste. Mit ihm können Sie Ihre Daten an einen einzigen Ort speichern. Synchronisieren Sie alle Ihre Geräte, Computer, Tablets, Handys mit einem einzigen Laufwerk. Sammeln Sie viele Fotos, Videos und Musik, um sie mit Freunden zu teilen. Gehen Sie sich Filme oder Familienvideos an und verwalten Sie Ihren Server und Ihren PC oder Mobilgerät aus. Zur Erweiterung der Speicherkapazität stehen mehr als 80 Anwendungen zur Verfügung. NAS unterstützt den Betrieb mit nur einem Laufwerk, Gboot, Unfly 3 Betrieb, RAID 0.1.1.0.5 und 6 Array sowie das IC-Protokoll. Die Festplatten werden mit der Smart-Technologie überwacht. Es ist möglich, eine regelmäßige Überprüfung, Temperaturkontrolle und andere Parameter einzurichten. Dieses Modell hat eine recht einfache empfängliche Systemeinrichtung. Es ermöglicht die Systeminstallation ohne Verwendung einer CD. Besuchen Sie einfach das Setup-Portal starknap.com und folgen Sie den Anweisungen zur Installation des Systems. Hier ist eine automatische Einrichtung verfügbar, mit der Sie Ihr NAS schnell und einfach mit den empfohlenen Parametern konfigurieren können. Alle vorgenommenen Einstellungen können später geändert werden. Lassen Sie für die Ersteinrichtung eines der speziellen Dienstprogramme zur Geräteerkennung herunter und installieren Sie es zum Beispiel in Quinder. Mit diesem Programm können Sie die IP-Adresse des Geräts ermitteln. Geben Sie dann die IP-Adresse in die Adresszeile Ihres Browsers oder ein oder wählen Sie ein Gerät aus der Liste und klicken Sie auf Anmelden. Während der Ersteinrichtung warten Sie das Programm, das der Server nicht installiert ist und bietet Ihnen an, ihn zu konfigurieren. Klicken Sie auf Ja, um zu stimmen. Danach gelangen Sie automatisch auf Knapp-Konfiguration-Seite. Klicken Sie auf Start, um die neueste Firmware-Version herunterzuladen. Warten Sie, bis der Installationsprozess abgeschlossen ist und die Firmware installiert ist. Sie können die Sprache oben rechts ändern, wenn Sie sie benutzen. Um den Installationsprozess fortzusetzen, führen Sie die intelligente Installationsanleitung aus. Auf der nächsten Seite müssen Sie den NAS-Namen und das Administrator-Kennwort eingeben und dann weiter. Stellen Sie dann das Datum und die Zeit ein.
Legen Sie die Netzwerkeinstellungen fest, beziehen Sie eine IP-Adresse automatisch oder geben Sie eine statische Adresse an. Auf der nächsten Seite können Sie den Plattformer von den Dateifensterdienst aktivieren, wenn Sie den Speicher für den Austausch zwischen Geräten mit unterschiedlichen Betriebssystemen verwenden möchten. Als nächstes müssen Sie eine Festplattenkonfiguration auswählen. Wenn mehr als eine Festplatte vorhanden ist, kann ein RAID-Array erstellt werden. Im letzten Fenster müssen Sie die Einstellungen überprüfen und zum Speichern auf Übernehmen drücken. Es erscheint ein Fenster mit der Warnung, dass die Daten auf dem Laufwerk überschrieben werden. Bestätigen Sie dies und warten Sie auf den Abschluss des Setup-Vorgangs. Damit ist die Ersteinrichtung abgeschlossen. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um mit dem Network Attached Storage Management fortzufahren. Um sich anzumelden, klicken Sie auf die Schaltfläche und geben Sie den Namen und das Kennwort des Administratorskontos ein. Folgende Funktionen stehen Ihnen jetzt zur Verfügung. Erstellen Sie Ihre eigene Multimedia-Welt, indem Sie eine Fotostation zum Sichern Ihres Fotos verwenden. Oder verwenden Sie das Musikcenter, um eine Musikbibliothek zu erstellen. Sie können Videos verwalten und freigeben, ein Download-Center einrichten und einen Lernmedia-Center einrichten, um Mediendateien auf Ihrem Fernseher und Ihre Konsole zu streamen. Sie können einen VPN-Dienst verwenden, um eine Verbindung zu mehr als 70 Zugriffspunkte auf der ganzen Welt herzustellen und Ihren eigenen Cloud-Speicher einzurichten. Sie können Dateien einfach synchronisieren, indem Sie einfach per Drag-Drop in einen Ordner ziehen. Sie werden auf Geräten angezeigt, die mit TurboNAS verbunden sind. Im App-Center gibt es verschiedene andere Dienste und Sie werden sich sicher einen nützlichen Dienst finden. Und wenn Sie die mobile Anwendung herunterladen, können Sie den Dienst sogar von Ihrem Handy aus verwalten. Laden Sie die Command-Management-Anwendung herunter, um Ihren Server von Ihrem Computer oder Mobiltelefon aus zu verwalten. Mit seiner Hilfe werden Sie in der Lage sein, Ihren Server von jedem Ort der Welt auszuverwalten, an dem Sie Zugang zu Internet haben. Die App ist für Android und iPhone verfügbar. Es bietet einen komfortablen Ressourcenmonitor, der den Zustand des Systems und der Festplatte, die KP- und RAM-Auslastung, den belegten und freien Speicherplatz und andere Informationen anzeigt. Es gibt eine Option zum Erstellen einer Datensicherung und weitere nützliche Funktionen, Neustart, Update, Herunterladen und Suche. Hier können Sie das System einiges Protokoll, in dem Sie sofort alle Fehler und wichtigen Warnungen sehen und das Verbindungsprotokoll einsehen. Hier können Sie auch Systemdienste aktivieren oder deaktivieren und eine der verfügbaren Anwendungen installieren. So richten Sie Ihre persönliche Cloud ein. Eine der wichtigsten Funktionen des Speicherdienstes ist das Organisieren Ihres eigenen Cloud-Speichers. Dazu müssen Sie die Anwendung MyKNAB Cloud installieren und ausführen. Sie müssen den Router nicht manuell konfigurieren und Ihren Cloud-Speicher anzurichten. KNAB erledigt dies automatisch. Klicken Sie einfach hier auf Linienanfang und dann auf Initialisieren. Wenn Sie noch kein KNAB Cloud Konto haben, erstellen Sie ein Konto, indem Sie direkt in diesem Fenster auf den Link klicken. Füllen Sie das Vordruck aus und melden Sie sich, geben Sie dann Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort für KNAB Cloud Konto ein. Weiter. Geben Sie den Gerätnamen ein, markieren Sie die gewünschten Dienste und drücken Sie Weiter, woraufhin die Geräteregistrierung startet.
nach erfolgreicher Registrierung drücken Sie Fertig. Nach der Installation der Anwendung können Sie von jedem Gerät, das mit dem Internet verbunden ist, eine Verbindung zu Servern mit der globalen IP-Adresse herstellen. Es genügt, den Link zu kopieren und in den Browser einzufügen, den Namen und das Passwort des Administrators einzugeben und Anwendung auszuführen. Jetzt können Sie den Server verwalten, ohne sich im selben Netzwerk zu befinden, und Informationen von überall auf der Welt hochladen. Um Daten zu synchronisieren, öffnen Sie das File-Station, wählen Sie einen Ordner aus der Liste oder erstellen Sie einen neuen, indem Sie auf Ordner erstellen klicken. Klicken Sie dann auf Hochladen, wählen Sie aus, was Sie hochladen möchten, Dateien oder einen Ordner, geben Sie den Pfad zur Ressource an, wählen Sie die gewünschte Datei aus und klicken Sie dann auf Öffnen und OK. Nach dem Herunterladen wird es im markierten Ordner angezeigt und steht allen Benutzern dieses Speichers zur Verfügung. Sie können das neue hochgeladene Foto oder Video auch freigeben, indem Sie auf das Freigabesymbol klicken. Hier können Sie es per E-Mail senden, in ein soziales Netzwerk hochladen, einen Link erstellen und auf bequeme Weise freigeben oder an einen bestimmten NAS-Benutzer senden. Sie können Remote-Ressourcen hinzufügen, um die Funktionen zu erweitern. Remote Share Service ermöglicht die Verwaltung von Dateien auf lokalen, externen und entfernten Geräten und Cloud-Diensten über eine einzige Oberfläche. Es unterstützt Google Drive, Dropbox, OneDrive und verschiedene Netzwerkprotokolle, CFace, SME, B, FTP. Um eine Verbindung zu Cloud-Diensten herzustellen, müssen Sie Anwendung Cloud Drive Connection vom App-Center her unterladen. Der Knapptest 412 ermöglicht nicht nur die Speicherung und den Zugriff auf Dateien. In der Standardfirmware sind ca. 20 zusätzliche Dienste enthalten und eine ganze Reihe weiterer Dienste stehen als fertige Pakete zum Download im QPKG Center bereit. Zum Beispiel iTunes-Dienst, Organisieren der Netzwerk Mediathek und Abspielen von Musik vom Server Multimedia Verzeichnis. Der Media Server ermöglicht das Streamen von Media-Inhalten auf der Apple TV und Homecast-Geräte. Medienverwaltung. Alle Alten der Einrichtung von Media-Bibliotheken. Webserver. Das kann Websites hosten, einschließlich solcher, die Joomla, PHP und MySQL, SQLite verwenden und interaktive Websites zu erstellen. LDAP-Server ermöglicht den Zugriff auf verschiedene Netzlaufwerke. SQL-Server ermöglicht die Verwaltung des Servers über das Programm phpMyAdmin, in dem Programmdateien in einem gemeinsamen Web- oder Quest-NAS-Ordner gespeichert werden. Syslog-Server ermöglicht die Speicherung von Protokollen von Netzwerkgeräten und die Anzeige von empfangenen Systemmeldungen. Antivirus. Mit dieser Funktion können Sie das Scannen und Löschen, die Quarantäne oder das Melden von Dateien konfigurieren, die mit Viren und anderen Komponenten infiziert sind, die den normalen Betrieb gefährden. Radioserver bietet eine zentrale Verwaltung der Authentifizierung, Autorisierung und Buchhaltung für Computer, die versuchen, sich mit dem Netzwerk zu verbinden und die Netzwerkdienste zu nutzen. Der FTP-Server ermöglicht die Verwaltung der Gerätekonfiguration im Netzwerk und das Booten von Computern über das Netzwerk als Speicher für Systembilder oder zur Wiederherstellung. Sicherungsserver. Sie können das Netzlaufwerk als Sicherungsserver, Fernreplikation, Cloud oder externe Sicherung konfigurieren.
Download-Station ist ein webbasiertes Programm, mit dem Sie Dateien aus dem Web über BitTorrent, Magnetlinks und andere Protokolle HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, Hanlei, FlashGet, GGDL und bei der Cloud herunterladen und RSS-Feeds abonnieren können. Fotostation ist ein webbasiertes Fotoalbum, mit dem Sie Fotos und Videos auf einem Server organisieren und über das Web freigeben können. Fotos können einfach per Drag and Drop in die virtuellen Alben gezogen werden, was das Kopieren und Schieben von Dateien überflüssig macht und Zeit spart. Musikstation ist eine Anwendung zur Wiedergabe von Musikdateien, die auf einem NAS-Server gespeichert sind, zum Anhören von Internet, Radiosendern und zur Freigabe von Musik. Alle Musik wird kategorisiert. VPN-Server. NAS unterstützt den VPN-Dienst, der Benutzer den Zugriff auf das Laufwerk und andere lokale Netzwerkressourcen über das Internet ermöglicht. Dieses NAS-Modell ist ein multifunktioneller Server mit der Fähigkeit, große Speicherkapazität zu organisieren. Es ist eine gute Wahl für den Heimgebrauch oder für ein kleines Büro. Aufgrund einer Vielzahl von Netzwerkzugriffprotokollen kann es mit jeder Version von Betriebssystem verwendet werden. Es ist ein leistungsstarkes und dennoch einfach zu verwaltendes NAS, das zur Speicherung, Sicherung, Fernzugriff auf Daten und Home-Internet-Dienste entwickelt wurde. Mit Ihrer eigenen Cloud-Infrastruktur haben Sie immer Zugriff auf Ihre eigenen Dateien und diese stehen immer unter Ihrer Kontrolle. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.